Der Deutsche Lesepreis in der Kategorie Prominentes Engagement geht in diesem Jahr an Annette Frier. Normalerweise wird dieser Preis bei einer großen Preisverleihung vergeben, aber wegen Corona sieht das in diesem Jahr ein bisschen anders aus. Ich darf Annette Frier ihren Preis heute in der Stadtteilbibliothek Kalk in Köln überreichen. Ich habe alles dabei, was man für so eine standesgemäße Preisverleihung braucht. Blumen, den Preis, eine Gratulantin, und zwar Astrid Kiesling-Taschkin von der Commerzbank-Stiftung. Freuen Sie sich darauf, heute diesen Preis zu übergeben? Ja, ich freue mich sehr, heute in Köln zu sein für die Commerzbank-Stiftung und den Sonderpreis für die Leseförderung 2020 an Annette Frier zu vergeben. Warum sind prominente Lesebotschafter denn so wichtig? Leseförderung und das Lesen sind ja zentral für unsere Gesellschaft, für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Und wir wollen das tatsächlich in die Breite bringen. Wir wollen die Menschen von diesem Preis und von diesem Engagement wissen lassen. Und da sind prominente Paten, die uns zur Seite stehen und die uns dabei unterstützen, ganz zentral. Und ja, bringen noch einen persönlichen Schub in dieses ganz wesentliche Thema Leseförderung. Genug gequatscht, wird Zeit, dass der wichtigste Teil der Preisverleihung kommt, nämlich die Gewinnerin. Hallo. Hallo. Schön, dass wir uns kennenlernen. Ja, das finde ich auch. Freut mich auch sehr. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Also, liebe Annette, bevor es so richtig losgeht jetzt mit dem Preis, haben wir noch eine Überraschung für dich. Und zwar hat die Stiftung Lesen einen Film für dich vorbereitet. Und zwar ist da dein gesamtes Engagement als Lesebotschafterin nochmal zusammengefasst. Und den wollen wir dir jetzt gerne zeigen. Oh, Film gucken, wie yes, schön. Film ab. Kudamm Theater ist das. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, ich fühle mich geehrt. Ich darf Lesebotschafterin sein. Ich glaube, ich bin die Richtige auf dem Posten. Da können wir Schauspielerin Annette Frier nur recht geben. Danke. Und ihr tolles Engagement für das Lesen macht eine gute Ja, das war sehr lustig. Annette Frier wurde 1974 in Köln geboren. Nach ihrem Schauspielstudium stand sie erst auf der Theaterbühne, dann vor der Kamera. Ob als Anwältin mit Herz in der Serie Dani Lowinski oder als Frau mit Asperger-Syndrom in der Reihe Ella Schön, wie kaum eine andere schlüpft sie in die verschiedensten Rollen und räumt damit jede Menge Preise ab. Sie führt Regie, sie spricht Hörbücher, schreibt eine eigene Kolumne und hat jetzt auch noch einen Podcast. In Liebe Grüße, dein Engel schreibt sie sich mit ihrem guten Freund Kai Lüftner Briefe und liest sie vor. Seit 2015 ist Annette Frier Lesebotschafterin der Stiftung Lesen und setzt sich mit viel Herz und Engagement für das Lesen ein. So unterstützt sie zahlreiche Aktionen wie den Lesezauber im Rahmen des Weihnachtszaubers Schloss Bückeburg. Karin Ornath. Ging zu seiner Mutter nach und pflanzte das Zweiglein drauf. Die Weihnachtslotterie. Lesen Sie mit Ihren Kindern. Liebe Kinder, lest mit euren Eltern. Herzensbuch und vieles mehr. Wir sagen Danke. Und der Deutsche Lesepreis 2020 geht an... Korken knallen lassen. Annette Frier. Mach ich auch in Köln. Och, wie nett. Das ist aber schön zusammengeschnitten. Wie ging's dir jetzt, als du den Film geguckt hast? Ja, ein Riesengeschenk, kann ich nur sagen. Vielen Dank. Ich bin dann immer selber erstaunt, was ich so gemacht habe und was ich für Frisuren habe im Laufe der letzten Jahre mir zugelegt hatte. Warum engagierst du dich schon seit so vielen Jahren? Ich finde das ja schon fast so ein bisschen ein Widerspruch, zu sagen beim Lesen, ich engagiere mich, ich liebe das. Also Punkt, das ist es. Und dann kommt ja automatisch ein Engagement. Ich muss da gar nicht einen Aufwand betreiben oder sowas. Für mich ist das gar kein Engagement, was natürlich Quatsch ist, aber ich will es kurz erklären. Lesen ist für mich eigentlich die schönste Sache auf der Welt, ja, oder gehört unter die Top 5 der besten Dinge, mit denen man seine Zeit verbringen kann. Deswegen ist es umso skurriler, dafür ausgezeichnet zu werden. Aber ich packe mir das einfach in die Tasche und freue mich drüber und frage nicht weiter nach. Und jetzt kriegst du noch was anderes, was du dir in deine Tasche packen kannst. Was? Die Couch? Nein, die nicht. Oh, es ist ein richtiger Preis. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Herzlichen Dank. Und oh, der ist aber schön. Das kann man nicht von vielen Preisen sagen. Und hat das richtige Gewicht, oder? Eieieiei. Und die Blumen sind natürlich auch noch für Sie. Oh, wie toll. Danke, danke. Sehr gerne. Den finde ich wirklich gut. Prima. Oh. Wo kommt er hin? Ich werde variieren. Der Preis wird nicht fest irgendwo, das ist mobiler. Ja.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir jetzt, nachdem du diesen Preis bekommen hast? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich weiß, was ich noch alles machen kann. Es ist aber mein tägliches Workout. Mit den Blumen immer so der etwas schwachere Arm. Und hier wird richtig trainiert. Ist gut. Geil. Ja, ist gut. Nee, ich freue mich total. Was bedeutet dir dieser Preis? Für sowas ausgezeichnet zu werden, was für mich eine totale Selbstverständlichkeit ist in meinem Leben, das ist eigentlich noch schöner als für was ganz Besonderes. Weil das bedeutet ja, dass etwas, was mir ohnehin leicht fällt und was sowieso großer Bestandteil meines Lebens ist, von irgendeiner Relevanz auch nach außen sendet. Ja, besser geht's nicht. Ich bin von Natur aus eher faul. Ich mache am liebsten Dinge, die mir gut gefallen. Und sehr ungern Sachen, die ich nicht mag. Komisch, ne? Warum findest du es wichtig, dass man schon Kinder ans Lesen heranführt? Genauso wie ich das sinnvoll finde, dass sich Kinder einfach zusammen hinstellen, man denen einen Ball zuwirft und dann spielen die zwei Tage Fußball. So wichtig finde ich das, einem Kind etwas zu lesen zu geben und ihm die Anleitung zu geben, wie das läuft mit Buchstaben. Weil wir uns dadurch wahnsinnig unabhängig machen von allem, was in der Welt draußen los ist. Weil ich in eine Geschichte wirklich eintauchen kann. Ich bin nicht so, sondern ich bin total bei mir, wenn ich ein Buch lese. Und diese Verknüpfung mit mir selbst oder der Kontakt zu mir selbst, das kann ich nur jedem Kind auf der Welt wünschen. Und ich weiß noch, wie sich das für mich als Kind angefühlt hat, nämlich, dass ich dachte, wie geil ist das denn? Ich kann die ganze Welt erobern, weil das alles in dieser Geschichte steckt. Was wünschst du dir für die Zukunft der Stiftung Lesen? Nur Gutes. Lauter gute Geschichten und lauter Entdecken von guten Geschichten. Ich wünsche der Stiftung Lesen viel Unterstützung aus aller Welt, und zwar jeder Art. Und dass diese fantastische Idee und Initiative weitergetragen wird. Und ich kann mich nur bedanken, dass es das gibt. Das freut mich sehr und dafür kann ich mich nur bedanken. Dankeschön, liebe Annette. Danke an die Commerzbank Stiftung. Und damit sagen wir Danke hier aus Köln. Das war wohl die kleinste Preisverleihung der Welt. Aber fein. Klein, aber fein.